zwei Berge auf nur einer Tour. Leute, das gibt es doch gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon sehen könnt. Ah, schnell gedreht, da. Der Eggeturm. Genau, da machen wir unsere Pause. Und von da aus melde ich mich dann auch gleich wieder. Ich würde sagen, erste Etappe erreicht. Bis gleich. So, jetzt habe ich ein kleines Update für euch. Zurückgelegt haben wir 2,5 Kilometer, 42 Minuten in Bewegung. Ja, und davon einfach das meiste bergauf. Genau, wie soll es auch anders sein, bergauf. Aber das hatten wir ja bei der letzten Tour auch schon. So, jetzt heißt es, einen schönen Weg zurückzufinden. Ich denke mal schon, dass uns auch dieses gelingen wird. Ich mache jetzt hier noch kurz Pause und dann würde ich sagen, auf! So, jetzt gibt es einfach mal den Blick von dem Turm. Ist das nicht herrlich? Dafür, denke ich, hat sich das doch, ach, diese ganze Mühen und alles gelohnt. Oder? Was ist eure Meinung? So ein schöner Blick. Ich hoffe, ich kann das alles auch genauso einfangen, dass ihr das auch genießen könnt. Traumhaft. Traumhaft schön. Auch da nochmal. Ich krieg das gar nicht so gut eingefangen, wie ich mir das jetzt eigentlich erhofft hatte. Aber doch, seht ihr das, wie weit man hier schauen kann? Es ist schon gar nicht so schlecht. Dafür haben sich die Mühen auf jeden Fall gelohnt. Ich hoffe, euch hat ja der erste Teil sehr gut gefallen oder gut gefallen. Jetzt geht es also auf zum zweiten Teil. Ich bin echt gespannt, weil die Tour, das hatte ich im ersten Teil nicht gesagt, die Tour ist auch für mich komplett neu gewesen, weil immer das gleiche Laufen wird ja irgendwann langweilig. Genau. Ich würde sagen, wir starten. So, ihr habt es gesehen. Ein schöner Weg. Ein richtig schöner, ja, Schotterweg. Jetzt muss ich selber was überlegen, wie das heißt. Schotterweg. Oh. Wir laufen jetzt ein Stück über den Eggeweg. Das hatte ich den letzten Video, glaube ich, vom Silberbachtal auch schon mal gesagt. Der Eggeweg ist 72, ich glaube 72 waren es, waren 42, 72. Kilometer lang. Den laufen wir natürlich nicht. Das wäre jetzt so ein bisschen sehr, sehr viel. Genau. Wir laufen jetzt ganz normal die, ja, keine Ahnung, wie viel Kilometer es noch sind. Ja. Oh! Asphaltstraße. Schöne Asphaltstraße. Hat man auch nicht oft. Oh. So. Genau. Eindrücke. Ich möchte euch Eindrücke vermitteln. Schaut euch das mal an.
Oh, könnt ihr das? Könnt ihr gar nicht sehen, oder? Ich zoome das für euch mal an. Schaut euch das mal an. Herrlich. Ist das nicht traumhaft? Sagt mal. Der Ausblick, einfach göttlich. Kann man nicht anders sagen. Dafür haben sich die ganzen Mühen und Schindereien bis jetzt ja gelohnt. Wir haben die Asphaltstraße verlassen, sind wieder schön auf dem Schotterweg. Oh. Jetzt kommt so ein bisschen Wind auf, aber ich bin immer noch so ein bisschen, ja, wie nennen wir das, geblättet von der Aussicht. Oh, ich hoffe, ihr könnt das auf dem Bildschirm, Handy, Fernseher, wo auch immer ihr mich schaut, ja, genauso diese Eindrücke sehen, beziehungsweise wie weit man schauen kann. Ne, trotz, dass so ein bisschen bewölkt ist, es ist Wahnsinn. Also bei klarer Sicht muss ich noch mal hier hoch. Das interessiert mich, wie weit man dann schauen kann. Aber es ist jetzt schon nicht. Aber ich glaube, ich krieg das mit der Kamera so gar nicht eingefangen, da hinten. Ich glaube, wir können das so gar nicht, ja, richtig sehen. Schade eigentlich. Ah. Aber ich muss zugeben, bis jetzt ist es eine echt schöne Tour. Gemütlich. Fliegende Spinnweben. Auch ein Traum. Ja. Aber wir haben noch ein paar Kilometerchen vor uns. Genau, ich hatte ja die letzten Male so ein bisschen über meine Füße, dass ich da noch Probleme habe. Ich muss zugeben, die Probleme mit meinen Füßen scheinen sich so langsam wieder in Wohlgefallen aufzulösen. Also, es ist eigentlich, ja, also vom Laufen her, wie vor dem Vierabendemarsch. Ja. Da fällt mir gerade ein, der ist ja nächstes Jahr auch wieder, der Vierabendemarsch. Und da versuche ich natürlich dieses Mal, euch ja direkt auch mitzunehmen. Ja, wenn ihr noch irgendwie bei euch in der Gegend coole Wanderveranstaltungen habt, wo ihr der Meinung seid, da soll ich mitmachen, dann schreibt das doch mal in die Kommentare. Ich finde sowas immer sehr spaßig. Macht das mit voller Freude. Genau, also schreibt mal in die Kommentare, wo bei euch denn so Wanderveranstaltungen sind. Also die, die am besten jedes Jahr stattfinden. Ne, jetzt nicht so einmalige Geschichten, sondern wirklich die, ja, die jedes Jahr oder die bei euch schon fast Tradition haben. Genau, schreibt es mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Und eventuell kann ich es dann sogar zeitlich einrichten, dass ich mit dabei bin. Genau. Wir folgen weiter diesem Schotterweg und ich würde sagen, auf geht's. Ich habe es euch ja schon mal oder heute im Video oder im letzten Video im ersten Teil schon gesagt. Da wo es bergauf geht, geht es auch irgendwann bergab. Genau. Und hier, genau, hier ist es soweit. Oh. Bergab. Zumindest etwas bergab. Genau. Oh, ist das herrlich. Es ist nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt. Es ist gerade noch so, dass man ohne Pullover laufen kann. Trotzdem noch so ein bisschen ins Schwitzen kommen.
Ich weiß gar nicht, was eigentlich unsere aktuellen Temperaturen sagen. Wäre vielleicht für euch auch mal interessant zu wissen, was so die Temperaturen hier erzählen. Ach, das ist wieder, im Wald ist immer das Internet so schlecht. So, wir haben 17 Grad und bewölkt. Ja, etwas bewölkt ist es, ne? Also 17 Grad. Ich denke, da kann man noch ohne Pullover gut wandern. Genau. Ja, wie ich die ganze Zeit schon sage, es gibt so viele Eindrücke. Ich weiß gar nicht, das Video könnte gut 3-4 Stunden haben, alleine von Natureindrücken. Aber ich will das auch nicht zu sehr in die Länge ziehen. Also klar, ich könnte jetzt sagen, ich mache noch einen Teil 3. Aber das wird euch dann auch zu langweilig, glaube ich. Und deswegen, genau, gibt es hier auch wieder nur 2 Teile. Und ich suche mir einfach mal die schönsten Momente raus. So, genau. Es sei denn, einer von euch möchte die kompletten Eindrücke haben, dann schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir einfach mal eine E-Mail und ich versuche euch dann diese Eindrücke einfach zukommen zu lassen. Zusammengereiht schön. Es sind echt, echt viele Eindrücke. Ich weiß, also wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich die alle in diesen 2 Teilen unterbekomme. Aber sieht wohl eher nicht so aus. Das ganze bergauf. Jetzt geht es wieder schön ein bisschen bergunter. Oh, genau. Jetzt würde ich sagen, einfach mal auf zur letzten Etappe. Jo. Weg ist hier so ein bisschen so Asphalt und Gras. Ne? Vielleicht könnt ihr es da noch ein bisschen besser sehen. Da Asphalt und Gras. Ich laufe natürlich hier in der Mitte im Gras, aber ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Ja, man ist sich so manchmal unschlüssig, was ist denn jetzt das Beste? Auf Gras laufen oder doch lieber auf den Asphalt? Ist ja nicht jeder Tag gleich. hatte ich auch noch nicht, dass ich mal einen Akku leer bekomme. In der Tour ist ja schon nichts Neues. Aber 2? Ja, ich sag ja, ich habe so viele Eindrücke sammeln können. Ich weiß noch gar nicht. Ich bin das jetzt schon im Kopf mal durchgegangen, wie ich euch das zurechtschneiden soll. Hab aber noch keinen richtigen Plan. So, wir sind jetzt am Silberbach. Da ist er. Vom Silberbach geht es jetzt weiter. Also der Silberbach liegt jetzt rechts von uns. Genau. Diesen Weg sind wir ja schon mal gegangen. Genau, da gab es schon mal 2 Folgen von. So, wie gesagt, die letzten Meter oder letzter Kilometer. Auf geht's. geschafft. Yippie. So, ich habe ja gesagt, wir machen noch eine kleine Auswertung. 5,5 Kilometer waren es mal wieder. 1 Stunde 27 Minuten in Bewegung. Durchschnittliche Geschwindigkeit 3,8 km/h. War ich langsam. Ja gut, ich muss dazu sagen, der eine Berg da, diese 1,5 Kilometer da, bergauf war schon übel. Ne? Also das muss man schon sagen. Ne? Da ist das gar nicht so schlecht. Finde ich. Na, was ist denn eure Meinung dazu? Genau. Dann haben wir natürlich noch Schritte.
Wir haben Schritte getan. 9.620. Mein Tagesziel sind 7.000. Das heißt, das habe ich erreicht. Sehr schön. So. Wenn euch also das Video mal wieder gefallen hat, schickt mir Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare, folgt mir natürlich auf Facebook, auf Instagram und natürlich auch auf YouTube. Und natürlich könnt ihr mir auf Facebook auch Sterne senden, um mich zu unterstützen. In diesem Sinne, träumt nicht euer Abenteuer, lebt es.